Oder schreib besser, suche Mädels in meiner Umgebung. Buja, ach, die kenne ich sogar. Buja 2018. Ihr denkt sich nur, was ein Spaß. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scammer suchen auf Griefer Games. Heute habe ich wieder den Packer dabei. Servus. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir beim ersten Shop sind. Entensammler schreibt mir gerade, ich habe einen Shop. Okay, dann gehen wir erstmal zu, oder gehst du erstmal zu Entensammler? Oh Gott, ich bin hier gerade als... Du bist eine Fledermaus, ne? Naja, damit ich hier ein bisschen sehen kann. Das ist perfekt. Erst Gesserbinder. Und Teddy, du hast die Ehre, zu den Zuschauern zu erklären, was wir heute machen. Genau, denn Packer wird zwar jetzt kaufen, aber ich werde ihm alles diktieren, was er schreiben muss. Er darf nicht selber entscheiden, was er schreibt, sondern das kommt alles von mir. Wo ist er denn überhaupt? Hier ist ein Shop. Ah, interessant. Ach, bist du ins Russ? Ach da, okay, ich sehe es. Also ich bin gerade hier als Fledermaus oben, damit mich niemand sehen kann. So, was suchst du denn? Ja, was suche ich denn? Ich bin interessiert an den Köpfen. Die sehen an sich ganz schick aus. Wo der Rypex-Kopf ist, da ist so ein Barrierekopf. Den Barrierenkopf und diesen Geschenkkopf da, dieser bläuliche. Köpfe stehen nicht zum Verkauf, schreibt er. Was? Warum stehen die denn dann da? Oh Gott, er hat mich gerade. Oh Gott, er hat mich als Fledermaus gesehen. Vor allen Dingen hier außen hat er einfach Lucky Block aufgemacht. Hier stehen überall noch diese ganzen Kuchen rum. Ja, ist ja geil. Und er hat mir geschrieben, suche ich Karten. Frag mal, was er für Karten hat. Karten kosten immer ein bisschen mehr. Hast du für Karten? Oh, er hat mich entdeckt. Er hat geschrieben, der Teddybär Hai. Egal, mach einfach weiter. Ja, ich fliege jetzt einfach rum. Ach, hier sind die Karten. Und ich habe ein paar Kartenbugs. Das gibt, glaube ich, ein Mystery Mod. Die habe ich. Die Links da mit dem Löwen, $3,200 ohne AC, die würde ich auf jeden Fall fühlen. Also schreib auf jeden Fall, dass du die Löwenkarte da haben willst. Der Rest interessiert mich eigentlich weniger. Dann nehmen wir mal die Karte links. Ja, warte einen Moment, schreibt er. Ich kann noch ein bisschen rumtrollen. Am besten verhandeln wir. Frag mal, ob der Preis fest ist. Nein. Der Preis ist nicht verhandelbar. Nicht fest. Ah, das ist gut. Okay. Ich habe eine super Idee. Dann schreib ihm mal, das ist gut, ich kann mich nicht so an feste Preise binden. Die sind so... Zu fest. Die sind mir zu fest. Das ist gut. Wie viel möchtest du denn zahlen? Wie viel möchtest du 3.000 würde ich so nehmen. 3.000? Oder Moment, schreib mal $6,5. $6,5. Der Typ muss sich so verarscht fühlen. Sorry, kann ich echt nicht machen. Brauche mindestens 2,4k. Okay, das ist schon mal sehr gut. 2,4 schon mal. $800 weniger. Ich würde sagen, wir machen den Deal. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist auch ein bisschen jünger, so wie er sich ein bisschen benimmt. Also jo, wenn... Einmal Pay, bitte. Ich hab eine richtig witzige Idee. Aber das spare ich mir für deinen Part auf. Soll ich irgendwas noch machen? Oder soll ich pay ihm jetzt einfach mal die 2,4k. Gut. /pay. Entensammler $2,400. Bezahlt. Und jetzt... Er droppt mir einfach instant die Karten. Ich wollte gerade sagen, jetzt schau mir mal, ob er scamfrei ist, aber er gibt mir die Karten. Okay, das ist ehrenhaft. Ey, das ist echt Ehre. Hier, dann pay ihm am besten mal diese $5,000 jetzt auch und renn dann einfach weg. /pay. Entensammler. 5.000. Und tschüss. Dann würde ich sagen, wir suchen uns den nächsten, ne? Ja, würde ich sagen. Wurde von der eine King gescammt. Ist ja noch on PH, der eine King. Der ist nicht mehr da. Zwei Beacons, I know, das ist nicht viel, aber das war alles, was ich hatte. Pay mal hier 20.000 und gebe ihm dann noch hier die drei Karten. Oha, bist reich, man merkt. Ja, hier, wenn der neu und gescammt wird, dann hau ich da gerne noch mal ein bisschen Asche drauf hier. Ah, scheiß drauf, ich gebe ihm noch was.
Oha, danke, schreibt er. Oh, also Preliko hat ein paar Sachen in der Ender Chest. Der hat Spielerrang. Erst beim zweiten. Ach, er hat sogar einen Kartenshop. Oh, aber das ist nicht viel. Also da will ich jetzt nicht. Für die, guck mal, jede Karte kostet $200. Preis ist nicht verhandelbar. Da kannst du nicht groß was machen. Aber wir können ja versuchen, aus seiner EC was zu kaufen. Da sind ja auch noch ein paar Sachen drin. Drei Köpfe. Auf jeden Fall, ja. Wie viel kaufen wir die? Was sind die so wert? $800? Für drei. Ich schreibe ihn jetzt auch an, weil das ist jetzt gemeinsam mit Troll. Würde ich ein bisschen ärgern. 3, 4, 800 Dollar nehmen. Er hat ein Schwert in der Hand. Ah, okay, also mit einem. Sorry. Erhöhe mal auf 850 und ich gehe dann mal auf. Easy schreibt er. 900 für alle. Alles gleichzeitig. Du schreibst 850 und ich 900. 3, 2, 1. So. Hast du? Ja, hab ich. Hab ich auch. 1000 schreibt er mir. Mir hat er nichts geschrieben. Aber 1000 für die 3 schon gut. Ja, also abgekauft schon ein bisschen was wert. Soll ich es machen? 1000. Warte mal. Und los. Komm, jetzt lässt er ja theoretisch an dich wieder verkaufen, weil du 50 mehr bietest. Ja. Ich habe nämlich jetzt gleich noch eine richtig dumme Idee. Wenn er nämlich mir zusagt, machen wir Hälfte, Hälfte. Du machst die Hälfte, ich mach die Hälfte. Mal gucken, was er denn macht. Mir schreibt er wieder 1000. Mir schreibt er gar nicht. Ich glaube, der funnelt gerade nur mit mir. Ja, mir schreibt er gar nicht. Ich habe 900 geschrieben, er hat gesagt 1000. Du payst 500 und ich pay 500. Mal gucken, was er macht. Okay? Okay. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Okay, ich habe 500 gepayt. Ich auch. Wie der auch direkt zurückrennt, als ob er so richtig verwirrt wäre. Ja, das ist so geil aus. So, was macht er jetzt? Kann nicht geben. Wie, hä, warum? Geht. Andere sind hier. Ja, ich renn mal hinterher. Mich ignoriert er einfach. Oh, ja, hier, sag mal hallo. Ja, ich hab den wertlosen Ryback-Kopf. Ah, du Loser, ich hab den ehrenvollen abgekopft. Ich hab den ehrenlosen Kopf. Haha, du Mongo. Warte, ich schreib ihn. Weil du hast. Scammer. Ich schreib ihn jetzt Scammer. Meine Köpfe. Jetzt schreib ihn auch mal Scammer. Schreib, dass ich den Kopf geklaut hab. Oh, stimmt. Scammer, wo ist mein dritter Kopf? Er schreibt direkt in Caps Nein. Warte, ich glaube, er hat mir geantwortet. Er wollte mir. Hey, Relico schreibt einfach. Fickt euch. Junge, was geht? Hä? Reliko, gib ihm. Junge, warum rastet er direkt so aus? Digga, beide haben alle genommen. Meine Köpfe. Beide haben. Er hat. Oh nein, er wurde von Cobblshop gemutet. Oh, okay. Aber das hätte ich jetzt nicht unbedingt geschrieben, dass er scammt. Doch. Ah, das ist aber schon Rufmord. Ich weiß, Freunde, das ist gemein. Aber ich entschädige ihn auch gleich dafür, also alles gut. Das ist ein bisschen dolle geworden. Das ist ein bisschen aus dem Fugen geraten gerade. Okay, bei mir hat er sich gerade berührt. Ich habe geschrieben, ach, Pekka hat den eher. Ja, sorry. Also an sich scannt er nicht, aber Junge, das im Chat weiß ich nicht. Moment mal, ich schau gerade, der ist noch relativ neu. Ja. Er hat's gedroppt und der andere hat alle genommen. Ich hab's gesehen. Ja, hier. Ich pay ihm, würde ich jetzt sagen. Ah, ich geb ihm einfach den Kopf wieder. Wow, und ich pay ihm nochmal 15.000 drauf. Na, ich geb ihm auch noch was. Also, Freunde, das ist ein bisschen zu doll eskaliert. Ich geb ihm auch nochmal 10.000 wieder. Schreib aber auch mal, dass er doch nicht scammt. Ich hab ihm 10.000 gegeben, davon ist es ein bisschen aus dem Fugen geraten. Aber zu das gehört ein bisschen dazu. Wir haben ihn entschädigt. Ich glaube, du hast ihm 15.000 gegeben. Ich hab ihm 10.000 gegeben. 25.000 für drei Köpfe ist, denke ich mal, schon ein guter Betrag. Ich hab ihm den Kopf bei dir auch wiedergegeben. Okay, jetzt schreibt er. Oha, danke. Ich würde sagen, Premium. Relico, so, jetzt hat er nochmal ein Premium für 7 Tage bekommen. Das ist, glaube ich, ausreichend. Der schreibt einfach, ich habe nur 5 Geld. Oh, das erinnert mich gleich wieder an Homer Simpsons. Warum habe ich nur 3? Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Der Typ hat hier gerade geschrieben, er verkauft Diamanten, hat jetzt hier 16 hingedroppt. Hä, er droppt mir jetzt. Der gibt dir einen Start. Das ist ein neuer Spieler. Hier dem Pay. Hier. Ich hab 10.000 gepayt und schreibe ihm jetzt, MSG, hier die Bezahlung.
komplett übertrieben. Ach ja. Aber und schreibt nur noch Danke. Ansonsten wäre es das mit der Folge Scammersuche gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und noch ein kostenloses Abo, wenn ihr mehr Griefer Games Videos sehen wollt. Ansonsten schaut auch gerne unten in der Beschreibung vorbei. Erster Link in der Beschreibung ist der Packer. Schaut auf seinem Kanal auch gerne mal vorbei. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Ciao.